Eine grauenvolle Invasion bedroht die Menschen. Eine Schreckensvision wird Wirklichkeit. Ich weiß, auf Colbys Ranch sieht es schlimm aus, aber behalte es für dich. Er ist drüben bei Colby. Er hat noch weitere 20 bis 30 Spinnhügel gefunden. Das ist selbst für die Wissenschaft ein absolutes Phänomen. Wie du gesagt hast, sind alle Megalomorphen Einzelgänger und Kannibalen. Wenn man sie zusammensperrt, fressen sie sich gegenseitig auf. Sie bilden keine Kolonie. Und doch haben sie sich zu mörderischen Haufen zusammengerottet. Töten und zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Woher kommen sie? Und was wollen sie? Eine Horrorvision, wie sie sie noch nie gesehen haben. Ein Film, der ihnen das Blut in den Adern gerinnen lässt. Mörderspinnen. In den Hauptrollen William Shatner, Tiffany Bowling, Woody Strode und erstmalig Altoise Davis. Die Spinnen haben sich über die ganze Gegend ausgebreitet und sie bringen nicht nur Tiere, sondern auch Menschen um. Das ist einfach gespenstisch. Ich habe mich nur umgedreht und auf einmal waren Tausende da. Spring, Linda! Wir kommen nie durch, die töten uns innerhalb von Sekunden. Der Sheriff wollte uns doch Hilfe schicken. Wo bleibt er denn nur? Bleib hier, Rick, wir schaffen es nicht. Dieser Film wird sie in ihre Träume verfolgen. Spinnen. Wer wird ihr nächstes Opfer sein?